Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist Ihre Emma Stapel. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Am 13. März wird in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Die NPD steht in allen drei Bundesländern auf dem Stimmzettel. Ich melde mich heute aus Dessau-Roßlau, wo der Wahlkampf der Nationaldemokraten bereits in vollem Gange ist. Wir haben uns für Sie einmal in Sachsen-Anhalt umgesehen und dabei auch den Listenplatz 2. Thomas Grey getroffen, der Ihnen die Wahlkampfplakate der NPD vorstellen wird. In wenigen Wochen werden die Bürger Sachsen-Anhalts wieder an die Wahlurnen gerufen, um die politischen Weichen für die nächsten 5 Jahre zu stellen. Auch die NPD, die beim letzten Mal mit 4,6% denkbar knapp den Einzug ins Parlament verpasste, ist mittlerweile in die heiße Wahlkampfphase eingetreten. Im zweiten Anlauf soll der Landtagseinzug diesmal gelingen. Überall im Land werden Plakate aufgehängt, Infostände aufgebaut und Flugblätter verteilt. Wir haben uns mit Thomas Grey verabredet. Der Bauingenieur ist Stadtrat der NPD in Dessau-Roßlau und kandidiert auf Listenplatz 2 der Nationaldemokraten zur Landtagswahl. Für die Zuschauer von DSTV stellt er die im Comic-Stil gestaltete Plakatserie der NPD vor. Den Medien kommt in einem demokratischen Staatswesen die Aufgabe zu, den Herrschenden auf die Finger zu schauen. Bei uns verkommen jedoch Funk und Fernsehen immer mehr zu Verlautbarungsorganen der Regierung, die Propaganda gegen das eigene Volk betreiben. Diese Hetze muss aufhören. Deshalb fordern wir die Abschaffung der GEZ-Zwangsgebühren und wehren uns gegen die Verleumdung der Lügenpresse. Die massenhaften Übergriffe auf Frauen an Silvester haben uns allen vor Augen geführt, dass wir in Deutschland ein enormes Sicherheitsdefizit haben, das direkt mit der Massenzuwanderung in Verbindung steht. Diese Zustände blühen uns auch in Sachsen-Anhalt, wenn wir dem nicht schleunigst entgegenwirken. Wer unsere Lebensart und unsere Kultur nicht akzeptiert, hat in Deutschland nichts verloren. Nur die wenigsten Migranten, die zu uns kommen, haben tatsächlich Anspruch auf Asyl gemäß Artikel 16a des Grundgesetzes. In Deutschland leben zurzeit ca. 200.000 ausreisepflichtige Asylbewerber. Laut Bundesinnenministerium wurden im letzten Jahr jedoch nur 20.000 ausgewiesen. Die NPD sagt, abgelehnte Asylbewerber und kriminelle Ausländer sind sofort auszuweisen und mit Wiedereinreisesperren zu belegen. Denn wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Kriminellen Schlepperbanden muss das Handwerk gelegt werden. In Deutschland aber sitzt die oberste Schlepperin in der Spitze der Regierung. Die permanente illegale Einreise von Migranten widerspricht auch nach Ansicht früherer Staatsrechtler unserer Rechtsordnung und dem Grundgesetz. Wir wollen dem Recht wieder Geltung verschaffen und sagen daher, Merkel muss weg und mit ihr alle Politiker, die dieses Asylchaos zu verantworten haben. Der Unmut über Angela Merkels Willkommenspolitik für Wirtschaftsflüchtlinge und illegale Einwanderer macht sich auch in Dessau Luft. Wie hier bei dem Lichterspaziergang der Freien Bürger Dessau im Stadtteil Roßlau. Weitere Informationen über die politischen Forderungen der NPD und ihren Wahlkampf in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet unter www.npd-sachsen-anhalt.de und bei Facebook. Während der Lichterspaziergang hinter mir noch in vollem Gange ist, heißt es für uns, nun langsam wieder aufzubrechen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Eindruck von dem engagierten Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt vermitteln. Wenn Sie unsere Berichterstattung unterstützen wollen, dann geht dies am besten mit einem Abo der Deutschen Stimme. Oder nutzen Sie die Möglichkeit einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald, Ihre Emma Stapel.